Davos und das Landwassertal sind seit 11 Jahren die Heimat von Enzo Corvi und seinem Hund Amaro. Der Postfinanz-Topscorer des HCD kommt eigentlich aus Chur. Dass er schon als junger Spieler bei Davos landete, verdankt er dem Sohn von Trainerlegende Arno Del Curto. Damals früher mit Arno, seinem Sohn, zusammen Hockey gespielt, bei der Elite Junior. Und hat er mal Arno gesagt, er hätte einen Spieler, den er mal anschauen könnte. Und ja, eigentlich wegen Yannick Del Curto bin ich dann nachher in Davos gelandet. Ja. Ich fühle mich wirklich einfach wohl hier. Die Mannschaft ist wie eine Familie. Ist auch nahe in Chur, muss ich sagen. Mittlerweile gehe ich aber nicht mehr so viel runter, weil ich mich einfach wirklich hier super wohl finde. Ja. Und nun ist er also Postfinanz-Topscorer für sein Team. Obwohl er in dieser Saison erst 6 Treffer erzielt hat. Ja, eben, ich war früher schon immer eher der Vorbereiter gewesen, anstatt der Goalschüsser. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der grösste Scorer. Also, da überlasse ich es lieber anderen, die es besser können als ich. Ich spiele in einer super Linie mit dem Bühli und mit dem Stranski. Wir verstehen uns wirklich gut. Wir probieren jeden Match zu kreieren. Und, schon letztes Jahr haben wir ein paar Mal zusammen spielen dürfen. Wir ergänzen uns wirklich sehr gut. Ich meine, der Stranski ist der Finisher, er kann Goal schiessen. Bühli kann alles, er kann Goal schiessen, er kann passen, er ist schnell, er kann gut vorchecken. Und ich bin eher so ein bisschen der Playmaker, würde ich jetzt sagen. Und ja, darum ergänzen wir uns eigentlich sehr gut. Der Match gegen Lugano war das beste Beispiel. Zwar krönte Enzo Corvi seine Leistung mit einem Treffer. Doch zuvor glänzte er bei allen anderen Toren als Vorbereiter mit seiner Übersicht. Auch so kann man es zum Postfinanz-Topscorer schaffen. Das Schönste ist natürlich, dass sicher ein bisschen Geld in den Nachwuchs spielt. Das auf jeden Fall. Ich meine, wenn man gleich gut oder besser ist als die Ausländer, ist natürlich auch lässig. Das Team ist im Vordergrund und zu gewinnen vor allem. Gewinnen mit dem Team. Das Ziel eines jeden Eishockey-Profis. Eine Schweizer Meisterschaft hat der 30-jährige Enzo Corvi bereits gewonnen mit dem HC Davos vor 8 Jahren. Als Postfinanz-Topscorer übernimmt Corvi beim erneuten Anlauf nun eine Schlüsselrolle.